dem Gelände der Landesklinik St. Veit befinden sich neben den Abteilungen für Innere Medizin, Orthopädie und psychiatrische Sonderpflege die psychiatrische und die onkologische Reha. Wir bieten hier ein vielfältiges Leistungsangebot, angefangen von der Endoskopie, wo wir uns hier ja gerade befinden, verschiedene Spezialbereiche der Inneren Medizin, wie Behandlung von Diabetes und Stoffwechselerkrankungen, Behandlung von Nierenerkrankungen, rheumatische Erkrankungen sind auch ein weiterer Schwerpunkt von uns und natürlich auch die Nachbehandlung von Patienten nach operativen Eingriffen, also nach unfallchirurgischen Eingriffen, orthopädischen Eingriffen, aber durchaus auch nach Operationen im Bauchbereich, nach Tumoroperationen oder anderen akuten Erkrankungen, wie also nach einer Intensivbehandlung im internistischen Bereich. Für die Unikliniken in Salzburg ist die Landesklinik St. Veit ein wichtiger Kooperationspartner. Die Verbindung ist dergestaltig, dass wir unsere Patienten direkt nach St. Veit transferieren können und auch von der Orthopädie hier die Patienten nachbetreut werden. Die hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter für die Patienten bestätigen immer wieder die Bestnoten bei den regelmäßig durchgeführten Umfragen. Die Benotungen laufen so, dass wir derzeit, also im letzten Quartal, zwischen 1,0 und 1,5 liegen in den Kernbereichen Arzt, Pflege und Therapie. Und ich denke, das ist ein großes Lob an unsere Mitarbeiterinnen, die bei uns hervorragende Arbeit leisten. Ganz gut genützt werden auch die Freitextfelder. Also dort sind beschrieben hauptsächlich also die große Kompetenz, die Professionalität, immer wieder Lob, Lob, Lob. Auch die Küche wird gelobt und die Sauberkeit in den Räumen. Last but not least ist die Landesklinik mit der psychiatrischen und onkologischen Reha auch ein großer Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region. Es sind in etwa 270 bis 300 Mitarbeiter bei uns beschäftigt. Es wird dafür jährlich ein Personalaufwand auf dem gesamten Campus von ca. 17 Millionen veranschlagt und dementsprechend werden dann davon die Löhne ausbezahlt, die in der Region eine doch bedeutende Kaufkraft durch die Mitarbeiter für die Region schaffen. Die Mitarbeiter kommen zu einem Drittel aus St. Veit, zu einem Drittel aus den unmittelbar umliegenden Gemeinden und darüber hinaus aus dem näheren und weiteren Teilen des Landes Salzburg.